Moin Moin und endlich wieder zurück zu Deus Ex Mankind Divided. Und wir waren eigentlich beim letzten Mal im Apartment von Miller. Allerdings hat mir das jetzt keine Ruhe gelassen mit der Nebenquest. Und ich denke zwar nicht, dass es so ist, dass es dann mit der Hauptquest irgendwie weitergeht, dass man keine Möglichkeit mehr hat, den Wissenschaftler zu finden. Es klang zwar ein bisschen eilig von Seraphs Seiten aus, aber ich denke jetzt nicht, dass es so der Fall ist. Trotzdem will ich nur mal sicher gehen, will das zuerst machen. Was ich vielleicht noch kurz zeigen sollte, wäre hier die Einverständniserklärung, um die es hier geht. Also diese Message, die wir abgefangen haben im Apartment von Miller, an einen Neil Mayo Smith. Da geht es nämlich drum, das habe ich auch noch nicht so ganz mitgekriegt, dass Miller nicht nur einen Mann hatte, sondern dass er auch eine Tochter hat, die wohl ziemlich große Schmerzen hat, die sehr krank ist. Rückgrat geht kaputt, Knochen lösen sich auf, also werden porös. Ob das jetzt eine schlimme Form von Osteoporose ist oder was da los ist, keine Ahnung. Aber sie braucht angeblich eine Operation. Und das Letzte, was Miller in dem Gespräch sagt, ist: Ich melde mich ab, wir sollten überhaupt nicht miteinander reden. Also irgendwas geht da auch mit seiner Tochter ab. Ich weiß nicht, ob die hier als Druckmittel genutzt werden kann oder was da los ist. Ich weiß auch nicht, ob ich im letzten Part einfach wieder dullig war, denn das ist mir jetzt aufgefallen. Ich habe die Apartments nochmal alle durchgewälzt und dachte mir dann, hey, warum führt mich eigentlich meine Nebenquest hier raus? Jo, weil die nämlich gar nicht im allerselben Gebäude ist. Ich bin so ein Dulli. Ich hatte aber das Gefühl, das letzte Mal hat es das auch nicht wirklich angezeigt. Also keine Ahnung, ob ich da einfach wieder auf dem Schlauch stand. Vermutlich schon. Das führt mich hier rein. Wo bin ich? Was ist denn das jetzt? Okay, es geht da lang, aber ich will auch hier mal reingucken. Habe ich das noch nicht? Kaboom. Aggressionsbewältigung à la Jensen. Da scheint nichts zu sein. Ups. Upsi. War ich nicht, das war schon. Ah nee, warte mal. Jetzt sind wir. Ja, okay, jetzt sind wir wieder da, wo wir eigentlich in unser verstecktes Quartier kommen. Tut mir leid, Leute. Ich habe euch jetzt irgendwie wohl ein bisschen aufgedeckt. Oder es zumindest einfacher gemacht, euch zu finden. Oh. Die waren ja auch noch da. Bin ich nie mehr zurück. Wahrscheinlich falls noch zu. Stufe 4. Der andere vermutlich auch, ne? Stufe 2. Ja, komm. Das sagte sie und instant, ich weiß. Ich will es trotzdem mal probieren. Sieht jetzt zu einfach aus. Was läuft da? Warte mal, warum kann ich den nicht? What? Warum kann ich da nicht? Warum geht es nicht? Bin ich blöd? Ja, komm. Ich kann ihn nicht. Ich kann ihn irgendwie nicht aktivieren. Weil da noch was ist. Weil da noch was ist. Grr. Warum hat er das jetzt hier nicht mitgenommen, den einen? Okay, den habe ich nicht verstanden. Ich habe hier nochmal gespeichert. Den habe ich jetzt nicht verstanden. Ich dachte, ich hätte auf den einen draufgeklickt und irgendwie habe ich dann aber ewig gebraucht, um zu merken, dass der überhaupt noch nicht aktiviert ist. Speaking of Dulli und Schlauch. Ich glaube, der Schlauch, der ist irgendwie lebenslänglich. Kann man den irgendwie, kriegt man den weg? Vielleicht ist es auch einfacher, hier auf die Roten zu gehen. Access granted. Ja, das wurde mir nämlich auch schon vor einigen Parts gesagt, dass es hier egal ist, ob man auf die... will ich ehrlich gesagt...
Noch nicht. Warum? Warum? Also, warum? Ernsthaft, das war kurz vor der Explosion. Ich vermute nicht, dass die Explosion wegen uns war, aber wir waren halt da und irgendjemand hat Bilder davon gemacht. Scheiße, auch von der Limb-Klinik, ne? Da haben wir uns auch mit Vega getroffen. Da auch nochmal die Limb-Klinik. Das ist dann natürlich, wo es bei uns reingeht. Was? Und da ist... Das ist, wo unser Apartment ist. Der Und was sind das für Zeichen hier? Hier ist dieser Strich und hier ist er auch. Oha, okay. Das wird witzig. Kann ich hier irgendwas rauslesen? Nee, nur wieder irgendwelche Formeln. Bin ich nicht so der Fan von. Also Formeln erklären vieles, aber nicht alles. Da nochmal Teile. Ich greif mal. Oh. Okay, was kommt hier zum Vorschein? Von The Watcher. Ja klar, jemand, der beobachtet, ist natürlich ein passender Name. Aktenanfrage. Ich habe alle Akten über das Subjekt, die ich besorgen konnte, ohne Alarm auszulösen. Sie sind zwar nicht aktuell, wie es der Besucher gern hätte, aber mehr haben wir nicht. Kein guter Tag, hab meinen PDA verloren. Keine Sorge, er ist sauber. Aber ich hatte das Gefühl, ich werde beobachtet. Hab die Akten deshalb im Safe in der Wohnung hinterlegt, sagt dem Besucher, der Code ist... 3608, der Besucher, der Watcher. Was läuft hier? Oh, die Pistole will ich jetzt nicht mitnehmen. Ich müsste mal Zeug verkaufen. Ich habe schon wieder die typische Deus Ex-Krankheit. Ich bin hier total voll mit Scheiß. Ich müsste das Silencer... Konnte ich nicht... Nee, konnte ich nicht. Ist natürlich kacke, okay. Aber... Da geht's dann hoch. Mhm. Also der Schlauch muss echt verdammt dick gewesen sein letztes Mal. Hier der... Ich versuch mal den Vierer. Ich habe keine großen Hoffnungen. Wenn bei dem Vierer irgendwas schlecht läuft, dann ist es meistens wirklich schlecht dann. Ich habe auch nicht viel, was Enthüllen und sonst was angeht. Ich kann einen Scan machen. Hat nichts gebracht. Ich kann nicht richtig klicken, weil ich doof bin. Ich bin doof. Ich kann nicht richtig klicken. Nee, ich bin zu blöd. Also irgendwie habe ich da ein Problem. Ich klicke dann zwar drauf, aber ich kann nicht draufklicken, aufs, was ich machen will. Versteht jetzt wahrscheinlich jeder, was ich meine. Ich klicke dann irgendwie auf die Knoten. Aber ich klicke nicht aufs Verstärken richtig. Oder ich denke, ich klicke drauf und irgendwie nimmt es das aber nicht an. Ich will es aber nochmal probieren. Ich weiß nicht, ob wir hier vielleicht auch was finden. Ich will eigentlich auch nicht enthüllen. Ich glaube, wir haben nur noch eins, ne? Ja, okay, hat auch nichts gebracht. Da ist nämlich nichts. Ist jetzt auch vielleicht ein kleines bisschen cheaten, wenn man natürlich enthüllt und sich das anguckt und dann sich denkt, okay, da ist überhaupt kein Schutzwall zwischendrin, können wir uns wieder mitnehmen, aber wenn halt nur noch eins da ist, ist das ein bisschen Marmelade. Ah, und mehr können wir halt nicht, ne? Oh, ich hätte den hier mal... Ich hätte... Siehst du, jetzt verklicke ich mich wieder. Selber Scheiß. Selber Scheiß. Und ich komme nicht hin. Ich komme nicht hin. Okay, einmal probiere ich es noch. Wenn es dann nicht will, müssen wir uns das anderweitig mal holen. Aber vielleicht war deshalb der eine jetzt auch nur eine Zweierstufe. Für den Fall, dass man gefrustet ist, aber trotzdem rauskriegt, was da für Infos drin sind. Deswegen vermute ich jetzt nicht, dass der Vierer allzu viel hat. Aber
Könnte man auch Stealth gehen, wenigstens. Ich habe da eigentlich immer so das Bedürfnis, ich würde gerne rauszoomen noch ein bisschen. Kann ich aber nicht. Geht irgendwie nicht. Ich hätte jetzt auch übernehmen klicken können. Komm, komm. Nice. Das ist mir irgendwie zu viel. Muss ich ernsthaft gestehen. Zu viel Druck dann in dem Moment mit der Zeit. Blutkonserven, so wie es aussieht. Sieht ein bisschen aus wie so Blutkonserven. Es läuft hier. Irgendwelche alkoholischen Lösungen. Whisky. Kann man natürlich immer brauchen. Credit Chip. Ist jetzt nicht die Welt. Kann immer noch kein Polnisch. Okay, da scheint nichts mehr zu sein. Und ich sag Polnisch, das ist natürlich völlig falsch. Aber ein PDA noch. Was sagt der dann? Sonofagwanda, was auch immer. Igor. Igor kann das. Natürlich. Ihr Spiel braucht einen Igor. Zwei Dinge. Ich brauche keine Hilfe. Das Zeug kommt immer noch über die PCR rein. Es wird immer schwieriger, die gleiche Menge zu kriegen. Glaub mir. Ich tue, was ich kann. Das Gute an diesem Kosinski in Warschau ist, dass er sagt, dass sie eine Menge alten Armeekram reinkriegen, der immer noch interessant sein könnte. Armeekram? Gute Arbeit in Warschau. Ich werde Radisch informieren. Wir verschieben immer noch Waffen der Prager Polizei. Der Name hat mir nämlich auch noch was gesagt, Radisch. Jefim hat in der Palisade unter 0411 ein zweites VIP-Konto eingerichtet. Das heißt, alle Zahlungen oder Prämien gehen ab sofort auf dieses Konto. Jefim. 0411, okay. Ich weiß nicht, ob wir das schon mitgemacht haben. Es kann gut sein, als wir damals in der Bank waren, dass das nicht der Fall ist. Jo, okay. Wir gucken aber mal hier oben. Ich mir schwant Übles, ne? Ich glaube nicht. Ich hoffe, der Wissenschaftler ist noch am Leben. Oder hat zumindest keine Falle hier gestaut. Du bist hoffentlich nicht der Wissenschaftler hier. Scheiße. Immer dieser Kack. Seraph, I found Orlov. He's dead. What? Are you sure it's him? Well, technically I never met him before. I did, however, meet a doctor who looks just like him in Alaska. In that clinic I told you about? His name then was McFadden. Christ, Adam. What exactly happened to you in that clinic? I don't know. I was in the coma ward. It was run by the World Health Organization. Facility 451. Can you dig into it? Of course. I'm gonna search this body and the apartment. See what I can find. Scheiße, das ist dann wohl wirklich... Hab ich's eigentlich gejinxed? Boah, er hat aber ganz schön Blut gelassen. Ah. Okay, wenn die dem nur den Schädel eingeschlagen haben... Da muss noch mehr sein. Boah, was ist das? Nanoblade. Munition und Kramdingens für Nanoblade. Ja. Vadim Nikola blabla Orlov. Okay, ich kann es nicht lesen. Ich bin definitiv gerade zu gehypt dafür von der Situation. Da ist nichts mehr. Dusche kann natürlich nicht schaden. Er hier hat auf jeden Fall nichts mehr davon. Warum mache ich eigentlich ständig Dinge kaputt? Kaffee kann ich mir keinen ziehen, scheiße. War jetzt nicht das, was ich wollte. Wo ist meine... Okay, mein Blick war eigentlich, glaube ich, auf der... Ups. Wollte ich nicht. Wollte ich nicht. Warte mal. Kann ich... Nachladen nochmal wegstecken.
habe jetzt eigentlich gehofft, ich kann. Kann ich das nicht umlegen? F3. Ja, ich lege es jetzt mal auf F3, weil warum auch immer lag das eigentlich auf meiner mittleren Maustaste. Geht aber nicht mehr. Okay, da ist aber sonst nichts. Ja, ja, die Energie ist jetzt auch niedrig. Ich habe jetzt auch da oben was gesehen, ne? Nee, habe ich nicht. Ich lüge natürlich wieder. Ist auch nur ein Drucker. Da war aber dieses... Ja, scheiße war es, ne? Mit wem hast du dich... Oh, Taeyong Medical. Das ist so, da müssen wir sowieso nochmal hin. In die Bank. Jau. Ja, ich hoffe nicht, dass Taeyong da irgendwie mit drin steckt. Die haben ja eigentlich schon mal Scheiße gebaut. Das wäre unschön. Auf der anderen Seite wäre es irgendwie auch wieder logisch. Okay, wir kommen hier auch nicht raus. Das heißt, wir haben einen PC zu hacken und einen Spind. Ich mach's einfach mal so. Hä? Hätte ich eh nicht geschafft. Sicherheitsstufe 5, ja schön. Gut, mach mal auf das Ding. Uah. Credit Chip, das andere ist aber viel wichtiger. Oh, vertraulicher medizinischer Bericht. Scheiße. Jensen Adam können wir hier lesen. Declare Age 36 jetzt. Ich weiß nicht mehr, wie es in Human Revolution war, aber er hatte ja am Anfang gesagt, wie lange er da dann verschollen war und so. Notes kann ich jetzt nicht lesen. Nee, nee. White American. Enhanced Vision. Untersucht von. Oh, das ist aber der von der Taskforce. Das ist gar nicht der von dieser Klinik. Der hat also einen vertrauten Bericht von der Taskforce gehalten. Okay. Nicht sicher, was ich davon halten soll. Also Miller und Orloff kannten sich dann scheinbar oder der hatte jemand anderen. Was zum Teufel? Finde ich aber gut gemacht, Madame Fotograf. War das überhaupt nicht sein Apartment wirklich? Wenn das ihr PC ist oder ist das so ein Decknamen Dingskirchens? Ich scanne mal, wir können es ja. Ich sehe aber nichts. Da sind Credits, okay. Warum hat das API immer so eine 100%iger? Also ich bin halt da auch völlig draußen, mir sagt die Abkürzung gar nichts. Access granted. Verschlüsselte Nachricht an Sie. Wir haben Ihr letztes Überwachungspack... Die hat die Bilder gemacht, ne? Überwachungspaket erhalten. Ermitteln gerade die Unbekannten auf den Fotos. Beschatten Sie bis dahin weiterhin das Mädchen? Der Beobachter kümmert sich um das Hauptziel. Au, damit ist Alex gemeint, oder? Alex Vega mit das Mädchen und der Beobachter kümmert sich um uns. Ha, was geht hier? Was geht hier ab? Ich wurde angelegenheitlicher, was gelegentlicher Besucher. Ich wollte gerade schon sagen, ey. Komisches Deutsch. Ich wurde angewiesen, zur Bewertung von Aktivposten nach Prag zurückzukehren.
Ich brauche über das Hauptziel Krankenaktenberichten einfach alles so aktuell wie möglich. Ich nehme an, Sie werden den Beobachter danach fragen müssen. Sobald Sie das Material haben, deponieren Sie es an einem sicheren Ort. Wie immer würde ich das Lager bevorzugen. Machen das Apartment sauber und ziehen in ein Hotel. Füllen Sie den Kühlschrank mit einer Auswahl organischer Säfte auf. Und ich will frisches Obst. Lol. Oh, Operation aufgeflogen. Besucher ist öffentlich bekannt. Bringen Sie Besucher sofort zu Versteck. Bravo. Wenn Besucher sich weigert, neutralisieren Sie Besucher. Gelegentlicher Besucher. Die Tussi. Die stecken unter einer Decke. Das sind 3 Leute jetzt. 3 Leute. Und vermutlich war Besucher eher hier, der sich dann geweigert hat und sterben musste? Fragezeichen. Obst ist da. Was er in den Kühlschrank hat, weiß ich nicht. Vielleicht waren es auch einfach die falschen Säfte. Okay, aber Orloff ist tot. So viel ist klar. Ich schätze jetzt mal aus der Unterhaltung raus, dass er eben Besucher war. Und dieser Gelegenheitsbesucher nochmal jemand anders ist. Und dann eben diese Fotografennummer. Klärt jetzt zumindest mal einige Sachen, lässt aber auch einige wieder offen. So, musste ich gerade mal einen Schluck trinken? Ja, okay, hier haben wir alles gemacht. Das heißt, wir müssen jetzt wieder auf Serifah. Was ja einerseits okay ist, der kann ja auch mal seinen Teil tun. Andererseits natürlich fies jetzt drauf zu warten, was hier rauskommt. Was ich aber, muss ich sagen, auch geil finde, ist das Gespräch zwischen den beiden. Das erste Telefongespräch mit Serif war ja schon ziemlich... Oh. Stehst du schon immer da? War ja doch sehr unterkühlt. Das war ja wirklich sehr unterkühlt. Miller, oh, sorry, bin ich auf dich? Ugh. Vielleicht mal gucken, wo ich hintrete. War ja doch sehr unterkühlt, das Gespräch mit Serif. Und das Zweier war... Welcome home. War es das Zweier? Get any cleaner than this. Nee, okay, das war's nicht. Man hat ja schon gemerkt, Adam, der ist froh, dass er aus dem Ganzen raus ist, dass er auch mit Serif gar nicht mehr so viel zu tun hat. Nachdem da ja in Human Revolution doch durchaus so Vertrauensfragen da waren. Und natürlich denke ich mir sicher auch wegen Megan dann auch. Und dann, dass Serif jetzt aber trotzdem bereit ist, all das zu machen, auch da zu sein, zu sagen, okay, ich meine, der nimmt ja auch ein gewisses Risiko auf sich, da jetzt Nachforschungen anzustellen. Vielleicht nicht super viel oder vielleicht nicht todesgefährlich, aber bestimmt durchaus auch nicht ungefährlich. Wir haben so viele Patronen hier. Schockgranate brauche ich sicher keine. Gasgranate, Gasmine. EMP-Granate will ich mir mal behalten. Was? Holocyte. Ich glaube, den Silencer kann ich wegtun. Ich habe eh nur Waffen, die eben betäuben. Dann brauche ich, glaube ich, auch keinen Silencer. Aber so viel habe ich gar nicht. Mann, ey. Minenmatrix, Rauchgranate brauche ich nicht, glaube ich. Weg damit. Gasmine, weg damit. Ja, Rest kann man vielleicht mal behalten. Habe ich hier irgendwas? Komm, ich kaufe mal irgendwas, damit er jetzt nicht wieder so rummeckert. Das ist trotzdem ein bisschen sauer, ne? Der mag das, glaube ich, nicht, wenn wir mehr verkaufen, als wir kaufen. Naja, aber gut. Du willst Geschäfte machen, ich will Geschäfte machen. So sieht's einfach mal aus. Ich würde noch mal in Millers Apartment reingucken. Würd's dann mal lassen. Du hast rote Haare. Ich traue irgendwie keinen mehr mit roten Haaren jetzt. Ja, da sind wir nämlich richtig. Find anything in that apartment yet? It's like you said, Miller keeps his secrets well hidden.
but I'm looking. Irgendwie finde ich, sehen die Bilder auch immer sehr komisch aus. Also, ja, bemüht, reale Bilder nachzustellen, aber irgendwie, naja. Er hat aber wohl gern geklettert und hat einen Sinn für komische Kunst. Sieht aber irgendwie auch wieder lustig aus. Wir waren noch nicht wieder in dem Raum, wo wir waren, ne? Dieser kleine... Dieser kleine Raum da. Ups. Treppen. Ja, ich kenne das Problem. Laserziel. Den könnten wir eigentlich auch nochmal verkaufen. Schade, dass ich da nichts machen kann. Shredded Chip ist der neue oder haben wir den? War der das letzte Mal nicht da, scheinbar. Hier ist noch offen. Aber da kommt auch ein Update. Oh Mann. Miller's Zugangskarte. I think I got something, Alex. Miller's NSN access card. He must have left it behind when he logged into his second computer. His second computer? Anything incriminating on it? I haven't checked it yet. But I'm starting to think the only way we'll learn more is by hearing all of that NSN conversation. Shit, man, that's risky. Oh. We may have to. Why? You find something on VersaLife? It ain't good. Meet me in the small courtyard near TF-29. I'll explain. Oh, ich weiß nicht, ob wir uns treffen wollen, Alex. Du wirst nämlich auch beschattet, falls du es noch nicht weißt. Warum sagt denn keiner was? Aber das haben wir. Das haben wir hier. Wenn du nachsiehst, wer ihm diese Position verschafft hat, wüsste ich auch gern mehr über seinen Lebenslauf. Irgendwas stimmt da nicht. Ein Logjav. Von Miller. Geht das da auch über uns? Ich bin... Die machen mich kirre. Die machen mich kirre. Aber hier nochmal reingucken. Nee. Da ist immer noch nichts machbar. Wieso keine Stufe 5? Kauf sie doch einfach. Also, ich meine, seriously. Können wir hier noch irgendwas machen? Erhöht den Verteidigungswert. Oh, wie viele Praxis haben wir denn noch? 5. Mach mal rein. Dann haben wir hier oben jetzt eigentlich komplett das ganze Schädelzeug, das ganze Hacking. Gut, wir versuchen es mal. Ich glaube, dass 5 immer noch ein bisschen heftig ist, aber... Oh, fuck. Sagte sie und stolpert in sowas. Oh Mann. Das ist alles nicht so geil, ne? Trace Program initiated. Warum kann ich jetzt hier nicht mehr? Ich kann jetzt hier nicht rein. Ich kann nirgendwo. Okay, ich wollte den einen Knoten verstärken, wollte aber nicht. Das ärgert mich. Kann ich hier nochmal... Das war vor 2 Minuten, ne? Habe ich es abgespeichert? Einmal würde ich es noch probieren. Wenn nicht, würde ich einfach vielleicht auch mal offscreen gucken. Dann beim nächsten Mal schauen, was das im Hof gibt. Ich habe ein böses, böses Gefühl, was das angeht. Ich habe ein echt böses Gefühl. Wir wissen jetzt, wir werden beide beschattet. Wir haben Informationen. Wir wollen demnächst mit dem reden. Ich glaube nicht, dass das zu einem Gespräch kommt. Oh, der hat eine 60er, der hat eine 45er, ha? Huh? Gar nicht so drauf geguckt. Bringt uns aber hier gar nichts, ne? Wir müssen schon hier rein. Kann ich den nochmal aktivieren? Ach, das macht eine Null. Mhm. Ja, der hat eine 5er, ist klar. Ich komme aber irgendwie leider nicht an die... Ja, gut.
Gut, wir müssen es probieren. Wir müssen es probieren. Was soll der... Ich will jetzt nicht alles raushauen, ehrlich gesagt, aber... Ich komme hier nicht runter sonst. Der hat immer noch eine 60er, willst... Ah, war das bei denen vermutlich nicht so... Wir haben aber die Nuke. Wir können im Fall der Fälle komplett die Nuke nutzen. Komm, komm, komm. Das sollte funktionieren. Ich habe da jetzt echt viel reingeballert. Wayne. Ich will gucken, was da drin ist. Ich glaube, ein 5er, so oft bekommen wir das nicht. Credit chippen. Ich hoffe, das war es wert. Finanzbericht. Wir müssen Ihnen mit Bedauern mitteilen, dass Ihr Konto geschlossen wurde. Sie haben 24 Stunden Zeit, um den Safe zu räumen. Nach Ablauf dieser Frist haben Sie keinen Zugriff mehr auf den Inhalt Ihres Safes. Code dazu. Auch wieder Palisade. Da führt so viel zur Palisade. Mann, ey. Okay. Aber ich würde sagen, was uns dann da erwartet, das schauen wir uns nächstes Mal an. Ich bin ehrlich gespannt. Bis dann.